Der Sohn von Kylie Jenner hat 16 Monate nach seiner Geburt jetzt auch offiziell einen neuen Namen verpasst bekommen. Wie das People Magazin meldet, heißt der Kleine nun amtlich Earl Webster. Am 22. Juni habe seine Mutter Jenner beantragt, dass ihr Sohn in Zukunft nicht mehr Wolfjack, sondern Earl heißen solle. Aus dem Blatt vorliegenden Gerichtsunterlagen geht hervor, dass ihrem Wunsch am Montag, dem 26. Juni, entsprochen wurde. Der Sohn von Kylie Jenner und des Rappers Travis Scott erblickte am 2. Februar 2022 das Licht der Welt. Die beiden haben auch eine gemeinsame 5-jährige Tochter namens Stormy. Bereits im März 2022 verkündete Jenner, dass sie ihren Sohn nicht mehr Wolf nennen wird und er ab sofort Earl heißen solle. Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass er es ist, schrieb sie zur Begründung. Kylie Jenner und Travis Scott hatten sich Anfang des Jahres getrennt. Davor hatten die beiden eine gut 5-jährige On-Off-Beziehung geführt. Beide Kinder wohnen bei Kylie Jenner. Travis Scott soll Stormy und er aber jederzeit sehen dürfen.